Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Elisabeth Feichtinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher, vorweg noch von meinem Kollegen Drobitz darf ich ausrichten, wir wurden nicht gefragt, ob wir auf diesen Antrag raufgehen wollen, auch hier um das festzustellen. Heute wird diskutiert im Bereich des Konsumentenausschusses zwei abgelehnte Oppositionsanträge und einen Regierungsantrag. Leider zeigt sich das übliche Muster. Anstatt guten Oppositionsanträgen ihre Zustimmung zu erteilen, schreiben die Regierungsfraktionen ähnliche Anträge, um denen dann zuzustimmen. Seit Monaten liegen Anträge zum Thema Diskriminierung von älteren Menschen bei der Kreditvergabe im Ausschuss auf. Wir haben bereits im Februar darauf hingewiesen, dass ältere Menschen Kredite aufgrund ihrer Altersstruktur verwehrt werden bei den Banken. Hier liegt ganz klar Altersdiskriminierung vor. Der Antrag meines Kollegen Christian Drobitz fordert, dass Bundesminister Rauch und gemeinsam mit der zuständigen Bundesministerin Zadic gesetzliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Passiert ist dabei aktuell leider noch immer nichts. Heute wird lediglich ein Antrag angenommen, der die Justizministerin darauf auffordert, mit dem Seniorenrat und den Stakeholdern einen Vorschlag auszuarbeiten und den wieder zur Begutachtung zu führen. Für ältere Menschen bedeutet es, dass wir noch immer keine Lösung haben. Sie warten noch immer, dass diese Altersdiskriminierung bei den Kreditvergaben endet. Welche Auswirkungen diese Verzögerung hat, zeigt sich aktuell an den gestiegenen Kreditzinsen. Im Februar zum Beispiel war der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 0,0%. Aktuell liegt er bei 2,0% und die Tendenz ist immer noch steigend. Für die Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das, dass sie im Februar eine günstigere Kreditkondition erhalten hätten. Aktuell ist es wesentlich höher. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, ich wünsche mir, dass da endlich etwas losgetreten wird, dass hier tatkräftig dahinter steht und was macht für die Menschen, und zwar für die älteren Menschen, damit die einen fairen Umgang bei Kreditkonditionen erhalten, weil Faktum ist, und da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, jeden Monat verlieren sie bares Geld, wenn das mit den Zinsen immer noch steigt. Ich bitte um starke Unterstützung, um eine Mobilisierung, dass das schnell umgesetzt wird. In diesem Sinne schauen wir, dass wir gemeinsam was voranbringen. Zu dieser Debatte ist nun niemand mehr zu Wort gemeldet, daher ist sie geschlossen. Wünscht einer der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Die Abstimmung verlege ich wie vereinbart an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Konsumentenschutz.